redet. Der Talk mit Christian Becker. Mein Name ist Rainer Schanz und ich bin pensionierter Kriminalhauptkommissar beim Bundeskriminalamt und werde nun ein paar Eindrücke schildern aus meinem Buch Der Mann, der aus dem Schatten kommt. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind, Herr Schanz. Und ich habe mich noch nie so sicher gefühlt wie bei dieser Podcast-Aufzeichnung, weil ich einen Bodyguard, einen Personenschützer an meiner Seite habe. Wir wollen uns heute natürlich auch über Ihren Job als Personenschützer unterhalten. Sie haben mit ganz vielen hochrangigen Politikern und anderen Menschen zu tun gehabt. Das interessiert uns natürlich sehr. Bevor wir aber ins Gespräch einsteigen, würde ich die Frage stellen, die Sie bestimmt wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört haben. Ist der Job des Personenschützers, des Bodyguards tatsächlich so, wie man den in den Actionfilmen im Kino sieht? Kann man sich das so vorstellen oder ist das fernab jeglicher Realität? Naja, im Fernsehen ist es halt ein bisschen anders, soll ja ein bisschen spektakulär wirken. Ja. In der Realität spielen natürlich wesentlich mehr Leute eine große Rolle. Nicht nur der eine Bodyguard, sondern da sind so viele Leute drumherum, der ganze Sicherheitsapparat, der da läuft, der ist auch verdeckt läuft und sehr gut läuft, der ist natürlich auch vorhanden. Also es ist hier nicht eine einzelne Person. Das ist so, falls man agiert immer nur in einem Team, in einer Gruppe. Jeder hat Schwächen, jeder hat Stärken, die ergänzen sich natürlich, aber so Einzelkämpfermentalitäten, das ist wirklich nur im Fernsehen. Wann begann das denn, das Interesse bei Ihnen in den Personenschutz einzusteigen? War das schon in den Kinderknochen bei Ihnen mit drin oder gab es da irgendeine besondere Situation, Gelegenheit in Ihrem Lebenslauf? Ab wann war denn für Sie klar, ich würde gerne als Bodyguard, als Personenschützer arbeiten wollen? Na, das hat sich so ergeben. Das steht auch in meinem Buch drin. Ich war ja eigentlich ganz normaler Polizeibeamter, also auf so einer Einsatzbereitschaft als junger Mann und so weiter und so fort. Und hatte dann einen gewissen Einsatz, in dem ich einem Kollegen im Einsatz unterstützen konnte. Und das habe ich anscheinend so gut gemacht, dass die Polizeiführung der damaligen Direktion zu meiner Dienststelle kam und sich bedankt hat bei mir und bei meinem Kollegen, der noch zugegen war natürlich, den haben wir nicht vergessen, und konnte mir sozusagen was aussuchen, ob ich zum SEK gehen möchte oder zum Personenschutz. Da der Beamte, den ich damals unterstützt habe bei einer Festnahme, ein SEK-Beamter war. Und ja, aber dann hatte ich damals so eine Knieoperation vom Fußball. Ich dachte, jetzt einfach SEK, hat mich ja gefreut, aber nach einem Viertel, der hat dort die sportlichen Testwerte, die wahrscheinlich ein Knie hat, wieder wie so ein Luftballon. Und wir hätten mich wieder nach Hause geschickt. Dann gehe ich mal zum Personenschutz, ziehe mir einen schönen Anzug an, mache auch Sport, aber der ist natürlich nicht so dauernd belastet wie im SEK. So begann die Geschichte und die war dann fast durchgehend so, bis zur Pension. Personenschutz, wie gesagt, wir kennen sie ja aus Filmen oder aus Nachrichtenmeldungen, wenn man die Personen sieht, die mit den Politikern unterwegs sind. Aber es ist ja mehr als nur die Politiker begleiten zu irgendwelchen Terminen, sondern ich glaube, der Hauptjob passiert ja eigentlich vorher, nämlich das ganze Planen, das Durchführen, wo die Politiker, Politikerinnen sind, wie da die Gegebenheiten sind. Nehmen Sie uns mal ganz kurz vielleicht grob mit, was eigentlich an so einer Vorarbeit passiert zu Terminen mit Politikern, vielleicht an dem Beispiel von Angela Merkel oder von Willy Brandt, die beiden Politiker haben Sie ja begleitet. Wie viel Aufwand ist denn diese Vorbereitung eigentlich? Ich lasse mal jetzt einfach die Namen außen vor. Ja, geht ja letztendlich um die Schutzperson, egal wie die Schutzperson jetzt heißt. Ja. Da wird sich natürlich manchmal, je nach Gefährdungsgrad, gibt es ein bisschen Stufen, das ist klar. Aber eine Vorbereitung, man bekommt wie bei einer normalen, ich sage das mal, Firma. Ja, man kriegt einen Monatsplan, Wochenplan und einen Tagesplan. Nicht? Und dem arbeitet man im Vorfeld schon ab. Und ja, wenn man nach München fährt, dann bereitet man München halt vor, wo fährt man hin, welche Örtlichkeit und so weiter und so fort. Fährt vorher hin und schreibt einen kleinen Bericht drüber über die Örtlichkeit, guckt sich das an, fährt wieder nach Hause und dann geht es irgendwann mit der Schutzperson dorthin. Ja, und so sieht das ungefähr aus. So muss man im groben Rahmen. Wir werden keine Einzelheiten hier preisgeben, aber es ist eine normale Vorarbeit. Man guckt sich die Örtlichkeit an und fährt wieder zurück, schreibt was, bespricht das mit dem Kommando und dann nimmt man
die Dienstreise dann eben auf. Jetzt könnte man meinen, dass ein Mann Ihres Schlages mit jahrzehntelanger Berufserfahrung in diesem Job, auch in anderen Bereichen, sehr abgehärtet ist, dass Sie quasi wie so ein Fels in der Brandung stehen. Haben oder hatten Sie Angst zwischendurch? Naja, Angst ist vielleicht ist das richtige Wort. Angst hat man nicht, weil man nicht eigentlich darüber nachdenkt. Man arbeitet mit Vorsicht, mit Risiken. Ja, aber dass man ängstlich daran geht, das ist nicht so der Fall. Also man gewöhnt sich auch dran. Heißt aber, die Gewohnheit ist natürlich der größte Feind, den man hat. Nicht? Von daher muss man immer jede Situation, jede Lage neu bewerten, weil ja eben jeder Tag ist anders. Das ist nicht stupide. Also man hat nicht einen normalen Tagesablauf wie jeder andere Arbeitnehmer, sage ich mal, ja, oder auch ein Arbeitgeber, weißt du nicht. Ne? Jeder Tag ist woanders. Jeden Tag bist du woanders auf der Welt, in Deutschland, in Berlin oder wo auch immer. Jeder Tag ist anders, jede Örtlichkeit ist anders, jedes Land ist anders, jede politische Voraussetzung, wenn du einreist, sind anders und. Du musst alles mit vorhalten. Aber immer in Zusammenarbeit, das ist ja nicht nur das Bundeskriminalamt, das macht oder eine Polizeibehörde, sondern man hat die Unterstützung vom Ausländeramt oder vom Bundeskanzleramt oder vom anderen Ministerium. Ja. Wenn Sie jetzt mit den Spitzenpolitikern unterwegs sind, ich bleibe jetzt mal ganz kurz bei dem Beispiel Willy Brandt und Angela Merkel, das hat ja unweigerlich zur Folge, dass Sie denen ja auf einer ganz persönlicheren Ebene begegnen, als wir, die diese Politiker nur in der Ausübung ihres Jobs sehen. Ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mich gefragt, wie viel private oder persönliche Nähe zu diesen Spitzenpolitikern oder anderen Personen, die geschützt werden sollen, ist denn eigentlich noch gesund? Kann man das überhaupt so abgrenzen oder sagen Sie, okay, das macht für mich, für meinen Job als Bodyguard gar nichts, wenn ich in der Privatsphäre von Angela Merkel unterwegs bin? Oder muss man sich da auch bewusst rausziehen, damit es nicht zu einer zu engen Nähe vielleicht zu den Personen kommt? Ja, das machst du schon gar nicht als Personenschutzbeamter. Du bist beim unmittelbaren Nahbereich. Sicherlich gibt es verschiedene Menschen, wo man ein bisschen näher dabei ist und so weiter, wo man eine andere Beziehung pflegt, aber die natürlich auf dienstlicher Basis ist. Aber da übrig ist alles, weil ein guter Sicherheitsbeamter, muss wissen, wann er lacht, muss wissen, wann er spricht, muss auch wissen, wann er einfach mal die Klappe hält, zuhören, sich raushalten. Und man braucht hier die Herrschaften brauchen keine Argumentation im Auto von dir. Und keine Ratschläge, gar nichts. Die fragen schon mal, Herr Schanz, wie sehen Sie denn das? Dann antwortet man. Aber ansonsten ist da erstmal Silenz im Auto. Ja? Die haben andere Sachen zu tun. Da wird telefoniert, da wird mit einem Berater gesprochen, beziehungsweise mit einem anderen Minister, Staatssekretär, wie auch immer. Ja? Also da wird dann ein großes Rum erzählen und so. Das ist Quatsch. Ich frage deswegen wegen dieser persönlichen Ebene, weil es ja einen Moment gab, den Sie immer wieder auch zum Anlass nehmen, den ich auch ganz toll finde, nämlich mit Willy Brandt, kurz nach der Maueröffnung, dass Sie ja jemanden erlebt haben, der nach außen hin immer sehr stark und sehr gefasst wirkte, gerade Willy Brandt, der ja auch relativ wenig Emotionen zeigt öffentlich, aber der in Ihrem Auto dann angefangen hat zu weinen, weil es ihn einfach auch überwältigt hat. Und das sind ja Momente, die Sie mitbekommen, die wir Außenstehende aber nicht mitbekommen. Und das schweißt ja unweigerlich ja auch irgendwie auch zusammen, weil er lässt das ja zu, in ihrer Anwesenheit quasi auch mal so hinter die Fassade blicken zu lassen. Ja, das war ja, wie gesagt, eine Momentaufnahme. Das war ja der Tag, an dem haben fast alle Deutschen geweint. Also nicht nur die Mann, so emotional war es ja letztendlich und so ein Ereignis. Ja, wenn man gesehen hat, gerade in Berlin, wie in da 100.000 von Menschen entgegenströmen, ist schon sehr beeindruckend gewesen. Ja. Da war ja auch nur bei der Anfahrt nachher, als wir da draußen waren und an der Siegessäule am 17. Juni, praktisch schon beim Brandenburg-Tor, da war ich schon vorbei. Ja, aber war im Auto, als wir immer näher fuhren und uns der Örtlichkeit ihm genähert hatten. Und dann war es halt so. Aber das war dann auch gut, da musste ich selber zurückhalten, dass ich nicht selber in die Tränen komme. Das ist halt so. Ist so, ja klar, ist schon, da muss man sich nichts vormachen. Das ist, schon, also, das ist ja auch ja, nur ein Mensch. Ne? Natürlich auch mit Richard Bird hatte ich gutes Verhältnis, mit Walter Mombach, mit denen sehe ich heute noch, wir haben heute noch Kontakt, ja, oder selbst mit dem Chili telefoniert man noch, ja, aber es gibt immer unterschiedliche, ja, wie sagt man, unterschiedliche Zusammensein auch im Nachhinein oder eine Verbindung,
Ja, dass man mal telefoniert, zum Geburtstag gratuliert oder. Oder mit einem ganz tollen Mann, den habe ich letztens besucht, den deutschen Botschafter damals, Georg Baumgarten, Nicaragua, auch Moskau war er, Madrid war er, überall ein wunderbarer, herzlicher Mann. Den habe ich letztens noch in Spanien besucht, auf dem Festland. Sie machen immer noch Kontakt, ja. Solche Sachen hat man schon, dann trinkt man schon mal Kaffee zusammen. Ne? Also So. es bleibt auch über den Job hinaus noch dann noch erhalten. Ja, bei vielen Leuten schon, bei anderen halt weniger, ist klar. Ne? Ich habe meine Hörer und Hörerinnen im Vorfeld auch so ein bisschen gefragt, ob sie dann Fragen haben, die ich Ihnen stellen soll. Und dann kam eine Frage von einem Hörer, der frug, welche Situation denn bisher die gefährlichste war, unabhängig welche Person es war. Aber gibt es da was, was Ihnen spontan einfällt? Afghanistan. Afghanistan. Da hatten wir bei der Einfahrt zum Flughafen militärischen Teil, um zu unserem Flugzeug zu gelangen, ging der in den Sprengkörper hoch, bei dem auch Leute verstorben sind, den Mannschaft, und wir aber gerade durchgefahren sind und hatten da ziemlich viel Glück. Und da fand ich schon sehr spannend. Afghanistan ist so eine spannende Sache, wenn du da bist. Es ist immer gefährlich. Da ist wirklich alles gefährlich. Muss man auch so sehen. Ja, darf man nicht so schönreden. Das ist so. Aber es gab immer mal wieder Kleinigkeiten. Aber auch jede Gefährdungssituation ist immer anders. Und als Sicherheitsbeamter machst du ja eins, du kümmerst dich um die Schutzperson. Ja? Und nicht um den, nicht um den Täter oder um den, der da rumschubst oder ein bisschen hin und her, ein bisschen rumkrakeelt oder meint, er muss nur die Schussperson bedrängen oder an die rankommt. Ja. Der kriegt einen Meter, dann fällt um und dann räumen andere den weg. So einfach ist die Sache. Ich überspitze das jetzt mal, sagt man sich mit vorstellen. Ja. So wird mal kurz gehandelt, dann bleibt der da liegen. Ja. Und dann kümmern sich andere Kollegen darum, dass die Maßnahmen da denn erfolgen. Aber du kümmerst dich praktisch um deine Schussperson. Afghanistan ist ein spannendes Thema, weil ich vor 1,5 Jahren, glaube ich, einen ehemaligen Soldaten hatte, der in Afghanistan im Einsatz war, auf dieser Sniper-Alley und der natürlich auch mit ein bisschen mehr Extrem wie Sie, natürlich, da ging es um dann das Töten von Menschen und das Kämpfen, um es wirklich ums eigene Leben und dann auch zwischendurch immer mal auch gesagt hatte, dass er Momente hatte, wo er sich gedacht hat, okay, warum mache ich das alles hier? Warum habe ich mich hier hinbegeben? Hatten Sie auch irgendwann mal den Punkt, gerade bei solchen gefährlichen Einsätzen oder danach, währenddessen stellt man sich die Frage ja nicht, aber so rückblickend, wenn man mit den Kollegen darüber spricht, dass man sich dann schon Gedanken macht, okay, warum mache ich das? Oder ist das die Leidenschaft pur, die Also einen ist dabei ja, hält, den Job auszuführen? also ist erstmal die Leidenschaft, muss ich wirklich sagen. Ich habe da wirklich mein Leben lang mich stolz gemacht. Ja, ich könnte mir jeden Auftrag geben, den würde ich heute noch machen. Und ich wüsste, dass ich das könnte. Das ist das Entscheidende. So verinnerlicht ist das. Und nein, ich habe das wirklich gerne gemacht für die Bundesrepublik Deutschland. Ich bin auch der Bundesregierung, sag mal, oder der Behörde, des Innenministeriums dankbar, dass ich bei BKA arbeiten durfte. Oder beim BND. Ja, ich habe das wirklich alles gerne gemacht, weil ich für die freiheitliche Grundordnung einstehe, für Deutschland. Und ich sehe das auch sehr emotional für mich. Ja, ich stehe noch gerade, wenn das Nationalhymne gespielt wird. Ich finde das noch ein bisschen sehr angenehm. Ja, manche finden das anrüchig oder wie auch immer. Ich bin da sehr stolz. Ich denke, kann man auch ruhig sein, kann man auch darüber sprechen. Ja, und also für mich gab es nicht einen Moment, wo ich sagte, warum mache ich das? Es gab aber sicherlich einen Moment, wo ich mal darüber nachgedacht habe, warum sind wir überhaupt hier? Wenn ich an den Tod meines Kollegen denke, mit dem war ich 14 Tage vorher oder ein paar Wochen vorher noch in Paris mit der Bundeskanzlerin, die dann sagt, einen Kaffee getrunken, gesprochen und darüber, dass er nun nach Afghanistan geht. Ich habe ihm noch ein paar Tipps gegeben, wie es ist, weil ich war schon in zwei Auslandseinsätzen über längere Zeit auch. Und dann nimmst du den jungen Tod entgegen. Das ist natürlich der Hammer. Ja? Und dann stehst du da an den Sarg mit der Deutschlandfahne, mit auf dem Flughafen, dann kommen die Eltern, die Kinder, die Nichten oder legen den Teddybären auf den Sarg mit der Deutschlandfahne, da hast du als Mann zu tun. Und dann fragst du dich natürlich, warum sind wir, was haben wir da zu suchen in Afghanistan? Was ist da? Ja, was machen wir da? Ja, und die Freiheit fängt in Afghanistan im Hindukusch an, das sehe ich ein bisschen anders. Diese Argumentation finde ich nicht so prickelnd. Aber
So war die Situation, die politischen Richtlinien, und die haben wir also mehr oder weniger dann auch umsetzen müssen oder ja, und auch gemacht. Und aber dann auch noch mit aller Strenge, Härte, aber auch mit einer gewissen Motivation haben wir es dann durchgeführt. Jeden Einsatz, ein paar Mal da. Ne? Die Soldaten natürlich auch, die haben da wunderbar ihre Sache gemacht, ja, die Feldjäger und so. Und über deutsche Soldaten wird immer so ein bisschen wenig gesprochen. Das finde ich immer, ist ein bisschen, ja, die Menschen, auch wenn die 4 Monate da sind, aber sei da mal 4 Monate in dem Staub, in dem Mist, bei dem Mist, diesem Mistwetter. Das ist im Sommer genauso doof wie im Winter. Ja? Also ist schon, ja, da finde ich, die Soldaten haben da ein bisschen mehr Anerkennung und verdient, finde ich. Ja, wird immer so schnell so abgetan, ja, so unsere Soldaten, aber sollte man einfach mal so ein bisschen, auch mal ein bisschen Respekt zollen. Oder mehr Respekt. So. Nicht nur immer den Führungsleuten da, den ganzen Offizieren, sondern auch mal den kleinen Burschen, der da hin muss. Ja, oder sich meldet, um da hinzugehen. Absoluter Knochenjob, das kann man doch auf jeden Fall so sagen. Man kennt es ja auch durch über Dokumentation oder auch durch Bekanntenkreise oder auch Gespräche, die ich im Rahmen von anderen Interviews geführt habe, dass so ein Auswahlprozess gerade bei der SEK oder bei Polizeibeamten ja immer vom Niveau her steigt. Jetzt habe ich mich die Frage oder ich mir die Frage gestellt, wie wird man quasi Personenschützer von Spitzenpolitikern, von Bundeskanzler und Bundeskanzlerinnen? Ist das ein Auswahlverfahren? Muss man sich da bewerben? Vielleicht frage ich jetzt sehr naiv, ich weiß es nicht. Oder wird man da rekrutiert? Wird man da angefragt, wie ist denn der Werdegang, dass man eine Angela Merkel oder ein Olaf Scholz oder wer es auch immer ist, beschützen kann? Na, es gibt wie bei vielen Spezialdienststellen, wozu der Personenschutz, die Sicherungsgruppe natürlich auch gehört, das ist ein Auswahlverfahren und der muss man sich stellen. Und wenn man das Auswahlverfahren natürlich erfolgreich absolviert, dann ist man dabei. Heißt, dann fängt nochmal eine Grundausbildung an, worauf es ankommt, wie man läuft, wie man Auto fährt und so weiter. Es gibt ja bestimmte Lehrgänge, die dann im Anschluss natürlich erst erfolgen, nicht vorher. Und dann ist man irgendwann fertig und dann ist es natürlich erstmal egal, wo man hinkommt. Ja? Dort, wo jetzt Platz ist, wo einer benötigt wird und da gibt es dann eine Dienststelle innerhalb der Sicherungsgruppe, die dann für die Verteilung der jeweiligen Beamten zuständig ist, ne? Genau. Ja. Und dann muss man natürlich auch immer, das Niveau muss man ja halten. Das Schießen ist das Sportliche, das Schießen, das Autofahren und. Viele Einsatztaktiken und so. Und dann muss man natürlich auch kontinuierlich belegen. Das wird überprüft. Ja. Und dass man immer auf dem neuesten Stand ist. Ja. Gibt es denn irgendeine Person, die Sie gerne mal beschützt hätten, die sie noch nicht beschützt haben? Wüsste ich jetzt nicht. Ne. Okay. Wir kennen so viele. Ja, das stimmt. Ich schon nicht gemacht habe. Aber viele, natürlich auch schon eine verstorben, wie Richard von Weizsäcker und. Ja. Also, kann ich nicht sagen, dass ich hätte den und den. Also, eigentlich wüsste ich gar keinen, der mal vor einer fehlt. Ja. Selbst Alfred Herrhausen, ja, hatte ich auch, nicht? Das ist auch, war damals freie Wirtschaft. Deutsche Bank, Mercedes, ne? Professor Dr. Wernhiefer von Mercedes, Reuter von Daimler und. Die wurden natürlich auch alle begleitet. Und bei uns war es ja so, früher war Berlin der alliierte Status noch. Heißt also, die Wirtschaft und so, die durften ihre Leute, die Waffenträger durften ja nicht nach Berlin. Die Berliner haben das erstmal mitgemacht. Das hatten wir alle, nicht? Den Nachfolger von Schleyer, Dr. Esser, auch alle. Ja? Und. Also, Politiker, ja. Wie hieß er? Müllermann von der FDP. Ja? Schäuble konnte da laufen. Alles so Sachen. Da kann ich viel Bücher schreiben. Und das
Wir haben uns ja eben im Vorgespräch schon drüber unterhalten. Das finde ich auch das Spannende, dass Sie so darüber überrascht waren, dass Ihr Buch so ein bisschen durch die Decke geht, weil es ja eigentlich nur eine Biografie für Ihre Kinder sein sollte. Und ich meine, für mich war es nicht verwunderlich, dass das Buch ein Erfolg wird, weil Sie ja quasi Einblicke gewähren, die wir normallos, sage ich mal, Anführungszeichen, ja nie bekommen können. Von daher ist es wahrscheinlich für Sie gerade eine sehr spannende Zeit, die Sie jetzt gerade durchleben, oder? Ja, ich habe ja, wie gesagt, ich bin immer noch dankbar den Bundesbehörden, dass ich das machen durfte. Das sage ich immer wieder. Und ja, Einblicke hin und her. Ich habe aber so gesagt, ich werde nie irgendwer Internas ausbilden, das mache ich nicht. Aber so, man kann ja mal sagen, was die Leute ja wissen, wie es ist. Es steht dann in jeder Zeitung, dass der neue Bundeskanzler erfährt, das neue Auto, ein Mercedes 600, der Panzer, kannst du in der Bildzeitung nachlesen. Ja, ja, ja. Euch zu erzählen. Und. Also deswegen werde ich auch nie so Internas, werde ich nie erzählen. Weiß nicht, die hört sich nicht, macht kein Sicherheitsbeamter nicht. Aber so drumherum kann man erzählen, dass das auch wirklich gut ist. Dass man selbst, man bekommt als Polizeibeamter Geld und kann sich noch die Welt anschauen. Man ist ja da, man fliegt um die ganze Welt. Ob in der Hubschrauber ist, oder im Flugzeug oder letztendlich im Auto innerhalb Deutschlands die kurzen Wege. Ne? Aber. Hat schon. Ja, und wie gesagt, also da gebe ich Ihnen recht, das ist wirklich war für meine Kinder eigentlich. Ich habe mir überlegt, habe 5 Kinder, ja, sind auch alle sehr erfolgreich unterwegs, aber meine Enkelkinder, wer war denn der Opa? Und so kam ich auf die Idee und dann hatte damals der Lavo Mannert, vom Chef vom Galeria Kaufhof, Metro-Konzern, gesagt, Herr Schanz, wir schreiben mal ein Buch über Sie. Ich sage, Dankeschön, das ist sehr nett, ich habe alles fertig. Dann hatte der wirklich alles fertig, in Überschriften, Platten der Macht oder die im Dunkeln sieht man nicht, hatte er fertig, hat seine ganzen Leute vom Kaufhofkonzern, die wollten schon anfangen zu schreiben. Tatsache. Und da sagt, nee, ich bin noch in Amt und Würden, das machen wir später, irgendwann mal, wenn man eine längere Zeit pensioniert bin, das ist ein bisschen krass, weil ich Sache gewachsen. Ja, und so ging das dann weiter, aber nun ging das über meine liebe Kollegin Alexandra Huss, also Kollegin im Schreiben, im Autorensinne aus Bochum, durch meine Verbundenheit zum VfL natürlich auch noch. Ja, dann haben wir geschrieben mit dem Verlag, der erste Verlag hat ja gleich gesagt, ja machen wir, brauchte gar nicht da groß betteln, werden wir das veröffentlicht. Und war für die Kinder gedacht, und aber dann bin das so ein bisschen, ja, durch die Decke ist Quatsch, aber hat Interesse geweckt. Ne? So. Und das war da so. Und dann hat auch noch einer meiner großen Söhne hat dann einfach so heimlich noch so eine Seite da reingesetzt. Ja, so, danke, lieber Papa. So, ja. Das wussten Sie gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Sieht ja so aus, als ob ich mir selbst ein Lobeszeugnis ausstelle. Das will ich mal richtig stellen. Ja, damit habe ich gar nichts zu tun. Aber war ich natürlich sehr überrascht. Das hat ja mit der Co-Autorin hier, der Alexandra Husten, haben die sich abgesprochen, heimlich hinter meinem Rücken. Und dann war es im Verlag, war es auf einmal da. Und ich sage, meine, das sieht aber aus, ob ich mich hier selbst beweihräuche hier. So war es ja nicht. Naja, aber das ist zumindest dann angekommen, dass bei den Kindern dann. Ja. Und jetzt versuchen wir natürlich, mein großer Sohn Dennis ist ja ein Regisseur und Produzent, der hat ja Deutschen Filmpreis 2019 gewonnen, erfolgreich. Und da versuchen wir jetzt natürlich, versuche ich mal in die Richtung zu schieben, ob wir dann doch mal einen richtigen Kracherfilm machen. Ne? Oh, da ist ja noch einiges in Planung, Herr Schanz. Ja, so ungefähr. Also, wir sind noch am Ball. Ja. Sehr gut. Herr Schanz, zum Ausstieg aus dem Gespräch eine Frage mit vielleicht mit kleinen Augenzwinkern. Vielleicht haben Sie es in den Medien in den letzten Tagen mitbekommen. Die Podcast-Folge wird ja ein bisschen später ausgestrahlt, aber jetzt im März, als wir die Podcast-Folge aufzeichnen, ist es noch gar nicht so lange her, dass Angela Merkel im Supermarkt die Geldbörse geklaut wurde. Wenn ich da mal provokant fragen darf, haben die Personenschützer da versagt oder was war da los? So. Sie werden es kaum glauben, der deutsche Botschafter Georg Bogengarten hatte mich sofort angeschrieben. Echt? Herr Schanz, ja, wäre Ihnen das passiert? Da haben natürlich geschrieben, natürlich nicht. Ne? Nein, aber man weiß nicht, man ist ja immer schnell, so eine Überschrift ist immer schnell da, man weiß natürlich nicht die Umstände. Ein Diebstahl, ein Trickdiebstahl letztendlich ist ja immer unter Vorwand der Ablenkung erfolgt in der Regel und inwiefern da
die Leute abgelenkt worden sind, weiß ich nicht. Und ob es auch so in der Form stimmt oder ob es verlegt wurde oder ob es vielleicht auch wiedergefunden wurde oder. Das mag ich nicht so sagen. Von daher gebe ich da auch gar keinen Gott. Aber Sie können sicher sein, wenn es ein normaler Diebstahl gewesen wäre, wäre mir natürlich nicht passiert. Sehr schön. Herr Schanz, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren. Mehr spannende Aspekte aus dem Leben eines Ex-Personenschützers gibt es im Buch Der Mann, der aus dem Schatten kommt. Alle Infos gibt es auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und genau. Ja, wer bei YouTube jetzt reinguckt, der will es auch im Hintergrund nochmal sehen. Herr Schanz, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, um mit Ihnen über Ihren ehemaligen Job zu sprechen. Sehr interessant und dann Ihnen alles Gute und vielleicht sehen wir ja vielleicht Sie oder jemand anderen dann in der, auf der großen Leinwand. Wer dürfte Sie denn spielen, wenn Sie jemanden aussuchen dürfte? Ja, weiß ich nicht. Ist ja so, da sind ja immer so die ganzen Castings erfolgen da nicht. Also mein zweitältester Sohn, der würde es wahrscheinlich gerne machen wollen. Aber ob mein ältester Sohn dazu lässt, dass der das macht, das mag eine andere Seite sein. Aber gut, mal gucken, was da rumkommt. Sehr schön. Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und auf bald. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wieder schauen. Beredet. Der Talk mit Christian Becker.